und herzlich willkommen zurück hier bei The Witcher 3 bei Goschenheuden, hier mit eurem Hotdog-Killer. Im letzten Part haben wir den unglaublichen Plan erfahren und mal schauen, ob er eben so einfach umgewandelt wird, wie sich unser Planer das vorgestellt hat. Streitlustig. Und es geht los. Bin ich wirklich gespannt, es wird hundertprozentig nicht so laufen, wie es läuft. Wo läuft das denn schon so? Hier sind die Ersten, die wo warten. Sieh an, ein frühes Vöglein in unserem Kreis. Großartig. Nur eine Patrouille. Deine Mixtur muss gewirkt haben. Eveline. Bist du bereit? Soll das ein Scherz sein? Na klar. Wir haben gar keine Taschen dabei für das Gold und Schatzzeugs und was auch immer. 3, 2, 1. Was er für eine Rolle spielt, was er aus der Schatzkammer holt. Freie Bahn. Los mit dir. Scheiß Stadttauben. Wieder alles vollgekackt. Was? Euch Ratten. Oh, sehr schön. Patrouille markiert. Aber ich bin echt gespannt, wie das der Halbling gemeistert hätte. Ich denke mal nicht so cool, wie sie das jetzt gemacht hat. Oh, da hat jemand Angst. Oh, 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 oh. Der Erste ist da. Der Zweite auch. Wir haben es auch noch geschafft, aber... Oh. Sehr spannend gemacht. Jawohl. Wenn ich mich recht entsinne, sagtest du, drinnen wäre niemand. Mein Informant lag wohl falsch. Das ist alles? Ich habe mir fast den Hals gebrochen. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Verlass dich drauf. Stimmt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Sehe ich auch so. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen da durch, was auch passiert. Kluge Worte. Eine Wache könnte auch viele mehr bedeuten. Du solltest dein Schwert ziehen. Nein. Und nun? Niemand stirbt. Das habe ich von Anfang an gesagt. Natürlich, ein Holzschwert. Na schön. Zieht eure Masken über, dann gehen wir. Er entscheidet sich nicht dafür. Sie schon. Vielleicht war es die falsche Wahl. Wird sich zeigen. So denn. Theoretisch alles aufmachen, alles einsammeln. Was nicht nied- und nagelfest ist. Oh, was haben wir denn hier? Die Briefe müssen alt sein, wenn man sich das Band so ansieht. Liebesbrief. Ja, nichts Besonderes hier. Lasst mich einfach voraus, ich werde das schon erledigen.
Luft ist rein. Klopf auf Holz. Gut. Jetzt sperren alle die Augen auf. Meine sind offen. Ich habe schon allerlei gesehen, was ich mitnehmen möchte. Jetzt nicht. Unser Ziel ist die Schatzkammer. Ist das klar? So sieht's aus. Wo sind Wachen? Ja, aber wir erhöhen das Startgebot. Was ist das denn? Wache! Wache! Ich hätte im Käfig bleiben sollen. Du hast gesagt... Verdammt, ich weiß, was ich gesagt habe. Auf sie, bevor sie Alarm schlagen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment. Wir haben keine Lebensanzeige des jeweiligen. Aber es geht eigentlich recht gut, wenn ich ehrlich bin. Und dieses dumme Pferdestatue, das kennen wir. Das haben wir jetzt alle besiegt? Nein, haben wir nicht. Oh. Auf ihn! Er darf nicht fliehen! Geralt macht das cool und locker. Oh, 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 oh. So ein Mist. Hätten wir das verhindern können? Eingeschlossen. Scheiße! Verdammt. Die Waffen weg! Ihr habt keine Chance! Vielleicht nicht. Aber wir haben Geiseln. Gnade, Meister. Bei drei gehen wir rein. Eins, zwei. Einen Schritt weiter und es stirbt jemand. Halt, halt. Wir müssen verhandeln. Was fordert ihr für das Leben der Geiseln? Kauf uns etwas Zeit, Geralt. Euren Rückzug aus dem Auktionshaus. Ich verstecke mich nicht hinter Unschuldigen. Ja, wir machen mal mit dem Spiel. Wir haben eine Forderung. Zieht euch aus dem Auktionshaus zurück. Du weißt, das können wir nicht. Ihr könnt. Ihr wollt nur nicht. Ich kann ja auch eine Geisel töten. Tut, was sie sagen! Bitte! Beruhigt euch! Niemandem passiert was. Klar? Wie Kloßbrühe. Sobald ihr eure Männer hier abzieht, leben alle glücklich bis an ihr Ende. Ich wiederhole, das ist keine Option. Wir müssen aber zu einer Einigung kommen. Ich sagte raus, erzähl mir einen Witz, bring uns einen Wagen mit Pferden. Ja. Wir wollen einen Wagen und Pferde. Es ist mitten in der Nacht. Wo soll ich das hernehmen? Willst du lieber Särge suchen? Er meint es ernst! Stichhaltig. Wagen also. Was für ein? Ihr könnt runterkommen. Die Schatzkammer ist offen. Der Wagen in dem Radiowind zur Krönung fuhr um. Spielt keine Rolle, solange er fährt. Wir sind nicht wählerisch. Irgendeinen Wagen mit Rädern, die rollen. Gut. Wird erledigt. Im Gegenzug müsst ihr die Geiseln freilassen. Wie viele? Alle. Ich lass eine frei. Du weißt, dass das nicht geht. Hier ein Kompromiss. Eine lasse ich jetzt gehen, die anderen, wenn der Wagen da ist. Der geht drauf ein. Also gut. Einverstanden. Melitele sei Dank! Aber wenn ihr irgendwelche Tricks versucht oder bummelt, rollen Köpfe. Verstanden? Ganz ruhig. In einer Viertelstunde hört ihr die Pferde wiehern.
Matko, Sherdreff, in die Stelle, Laufschritt. Gut gemacht. Tja, Jungs, ihr müsst ohne mich weiter. Bei sowas werde ich nicht mitmachen. Es gibt nur einen Ausgang, durch die Schatzkammer. Nein, den Schornstein gibt es auch noch. Da passe ich schon durch. Du aber nicht, Hexer. Du hast keine Wahl, fürchte ich. Los, runter. Das ist schon in Ordnung. Sie hat ihre Pflicht getan. Machen wir nochmal hier kurz unsere Hexersinne an. Genau hier. Ist Borge die hinten geblieben. Sprich, er ist rausgerannt und hat uns eingesperrt. Was ist hier? Was können wir hier nehmen? Wir nehmen alles mit. Zahlungsanforderungen, alles klar. Oh Mann, okay. Vielleicht treffen wir unseren Kameraden da drin. Was für ein Schloss. Meisterlich gefertigt. Zwei Federbolzen, zylindrische Riegel, die Meritiumbärte. Interessiert mich nicht. Interessiert keinen. Wir gehen rein. Geralt, du zuerst. Wieso ich? Dazu habe ich dich eingestellt. Los jetzt, wir haben keine Zeit. Friss oder stirb. Schauen wir mal, was uns dort hinten erwartet. War ja klar. So, die anderen müssten beschäftigt sein, die zwei. Oh, mein Schwert. Oh. Komisch, dass die nicht angreift. Also unseren anderen Kameraden hier. Ja, wir gehen mal ins Inventar, da ich ja gerade Werkzeug zufällig dabei habe. Das ist das Falsche. Das ist richtig. So, dann passt das wieder. Na gut, das ist hier komplett falsch. Am Platze, sehe ich gerade. Oh. Wenn ich auf Angriff gehe, dann ist es viel effektiver. Oh. Will ich doch noch was essen hier? Oh, die sind aber sehr wendig, schwer zu erwischen. Aber das war natürlich klar, dass wir hinunterstürzen. So. Jetzt haben wir alle. Das wär's fürs Erste. Mal schauen, wie wir da rauskommen. Okay, alleine. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Ah ja, genau. Ich wäre gern noch zum Schluss geblieben. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Such den Ersatzschlüssel!
Sie sind da. Rambo. Bin ich aber echt gespannt, dafür werdet ihr bezahlen. Wo eben das Haus ist. Natürlich, wir müssen weitergehen. Ergebt euch, ihr habt keine Chance. Da hinten ist noch was. Dafür werdet ihr hängen, ihr alle. Klaro. Besuchen wir uns unseren Freund doch. Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr euch anlegt. Im Gegenteil, ich weiß es nur zu gut. Ewald? Hallo, Bruder. Lange her. Sieh an. Komplikationen überall. Ewald Borsodi. Du schuldest uns eine Erklärung, Ewald Borsodi. Was ist der Zweck dieses Familientreffens? Rache. Wegen Verrats. Erniedrigender Jahre. In Armut. Vater hat mir das Auktionshaus vererbt. Mir! Horst hat mich betrogen und enterbt. Du hast alles, was wir eingenommen haben, verspielt und verhurt. Vater hat das nicht gesehen, aber ich... Das ist keine Entschuldigung, Horst. Und keine Rettung. Ihr zwei, haltet zu mir. Die Redanier werden euch nichts tun. Ich gebe euch, was ihr wollt. Ja, das ist jetzt... Zwickmühle. Genau, wir sind ja immer noch der Hexer. Ich halte mich aus Familienangelegenheiten raus. Dann hättest du besser nicht in meine Schatzkammer einbrechen sollen. Für Neutralität ist es jetzt zu spät. Bist du für mich, kleide ich dich in Gold. Bist du gegen mich, wirst du hier nicht mehr rauskommen. Pah. Tja, schlussendlich müssen wir doch eine Seite wählen. Mich würde es ganz gerne interessieren, was unsere andere hier, was unsere andere wählt. Er war schon immer ein wenig misstrauisch und hat mir nichts gesagt. Ich verstehe jetzt auch warum. Er könnte uns trotzdem töten. Aber er weiß, dass es einen Geheimgang gibt. Ja, also wenn wir bei Horst bleiben, könnte es funktionieren. Wir bekommen alles und alles ist gut und alles ist schön. Ich denke aber, weil er ja so verbissen ist, glaube ich eher, dass er uns dann ebenfalls verraten tut. Deswegen bleiben wir einfach bei unserem Plan und machen weiter. Wenn du das so siehst, dann bin ich für Ewald. Sprich für dich. Ich nehme das Angebot an. Dafür wirst du zahlen, Quinto. Mit deinem Kopf. Auf sie! Ja, jetzt haben wir natürlich einen Nachteil. Weil unser... Was ist denn los hier? Jetzt, ja. Weil unser anderer Kamerad der hat die Seite gewechselt. Mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Na. Tja, Quinto ist weg. Der Kamerad hier auch. Mein Ziel kann ich nicht angreifen.
Er war immer schon ein wenig verzwickt, der Typ hier, der Horst oder Horst, Horst. Deswegen. Habe ich mich für diese Seite entschieden. Obwohl ich hier unseren Ewald. Ich hätte das gerne anders gelöst. Die Schriftrollen gestohlen, dich auf die Straße geworfen. Rache genießt man am besten kalt. Heiß ist sie mir aber auch recht. Bitte, Gnade, für deinen Bruder. Ich tue alles, was du sagst. Wirklich? Alles? Ja, alles. Überschreib mir alles, was du hast. Dann verschwinde. Nur mit dem, was du am Leib trägst. Erlaube mir, etwas mitzunehmen. Bitte, irgendwas. Fünfzehn Jahre in der Kanalisation. Wie ein Tier. Und du wagst es, zu betteln. Der sieht schlimmer aus. Oh Mann. Das musste wohl sein. Heftiger Typ. Zufrieden. Durchaus. Und du? Nein, erst wenn ich Max Borsodis Haus habe. In dieser Schatzkammer, hast du gesagt. Das stimmt auch. Dort. Aber ich fürchte, es ist nicht für dich. Darin befindet sich nämlich das Testament meines Vaters. Mit welchem Ewald Borsodi, lang vermisst, das Vermögen einfordern wird. Und was fordert wohl Geralt von Riva ein, den du betrogen hast? Bedauere, aber alles andere darf er auswählen. Du hast mich reingelegt. Und du wolltest mich gegen die Schläger von Horst im Stich lassen. Für meine Begriffe sind wir quitt. Was Max Borsodis Haus betrifft, wenn du es unbedingt haben willst, musst du es dir schon mit Gewalt holen. Oh Mann, das ist typisch. Das ist so typisch. Ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen, dass es jetzt dann doch so kommt, dass wir dann alle ummurksen müssen. Ich probiere es erstmal. Ich würde dich mit links niedermachen. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch anders gelöst. Da ist kein Kompromiss drin. Wir wollen beide Max Haus. Eigentlich willst du den Inhalt. Ich will das Haus. Sie sind unten! Na schön. Deine Hand drauf. Her mit der Truhe. Und dann raus hier. Wie du willst. Hier lang. Okay, dann geht es also doch. Kann man doch bestimmt noch mehr nehmen. Wir greifen alles. Dort hinten muss da ein Gemälde sein, also nichts Berauschendes. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder wie? Weil ich so gierig war. Oh. Das nenne ich mal eine Sammlung an Schatztruhen.
glaube, da hinten komme ich jetzt nicht hin. Das werde ich jetzt auch nicht so großartig ausarten lassen. Oh, Viperngiftstahl. Perlen. Oh, eine neue Rüstung. Schwert des Ordens der Flammenrose. Na, das macht mich neugierig. Wo haben wir denn unser Schwert? Oh. 8 weniger, als wir benötigen. Aber ich würde auf alle Fälle sagen, Leute, dass wir hier erstmal ein Päuschen machen. Denn wir wissen jetzt, wie es ausgegangen ist. Jetzt bin ich nur gespannt, ob wir auch gut aus dem Geheimgang rauskommen oder nicht. Und das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge bei The Witcher 3 von Hearts of Stone. Hier bei Goschenheuden, euer Hotdog-Killer. Servus, Leute.